Herzlich willkommen hier zurück, meine lieben Natur- und Strategiefreunde. Wir spielen weiter Empire of the Ants oder zu Deutsch die Ameisen und haben beim letzten Mal ja den ersten Teil des Tutorials kennengelernt. Wir sehen übrigens gerade eben auch, dass es hier bestimmte Faktoren gibt. Oben rechts, das bedeutet wohl, dass die Umgebung durch Helligkeit, Sonne, aber auch durch Feuchtigkeit, vermutlich Regen und natürlich auch die Temperatur durch entsprechende Wärme beeinflusst wird. Und es wird wahrscheinlich auch unser Kampfverhalten beeinflussen und vielleicht auch das Kampfverhalten von anderen, die dann vielleicht eher darauf besser angepasst sind. Das macht natürlich durchaus Sinn in Anbetracht dessen, was ich in der ersten Folge am Anfang gesagt hatte, ne? Dass das alles auch in eine Frage von Sonnenlicht bzw. Wärme ist, wie unsere Rhythmen und unsere Aktivität sich darstellt. Aber das werden wir wohl alles noch erfahren, denn ich glaube, am Anfang ist alles noch relativ gediegen. Gehen wir rein. Das hier sind wir und wir machen uns jetzt hier auf dem Weg aus unserem Ameisenbau und sollen jetzt hier wohl unsere erste Legion befehligen. Die können wir übrigens befehligen, indem wir einfach so mit jetzt erstmal hier so hingehen. Na, hallöchen, Freunde. Ich kann denen jetzt hier Befehle geben, indem ich einfach mit der rechten Maustaste dann hier sozusagen ziele und dann bewege ich die darüber. Und dann habe ich jetzt hier noch, also das hier sind übrigens die Soldatenameisen. Die sind unschwer zu erkennen an ihren sehr, sehr massiven Köpfen, in denen sie sehr, sehr starke Beißwerkzeuge haben. Also hier mit ihren entsprechenden Mandibeln. Und das hier, das sind andere. Das sind Schützenameisen. Die sind deutlich weniger groß, aber naja, sie haben andere Qualitäten. Und dafür gehen wir jetzt hier mal da hoch und bewegen sie einfach mal dahin. Da haben sie eine erhöhte Position. Dann können sie unter Umständen einen nahen Feind ohne Probleme attackieren. Hier zum Beispiel, da geht's jetzt schon los. Da kommt irgendetwas. Das sind die Feuerwanzen, Freunde. Die schaue ich mir doch gleich mal aus der Nähe an. Noch tut hier keiner irgendwie etwas. Ich glaube, ich sollte aber auch nicht zu nah rangehen. Und jetzt geben wir natürlich den Überraschungsbefehl. Ein Hinterhalt. Greift an. Beziehungsweise, wenn ich Q und E drücke, müsste ich eigentlich beide gleichzeitig auswählen. Und jetzt attackieren wir. So, jetzt geht's hier los. Unsere Legion geht in den Nahkampf und sie schießen jetzt hier rüber. Und geben denen jetzt hier ordentlich eine drauf. Und ihr seht hier, der Nahkampf geht auch wirklich zur Sache. Also die sind hier wirklich nah dran. Aber die Feuerwanzen haben jetzt schon keine Lust mehr. Hui, wie wir sie einfach wegwerfen. So, und damit sollen wir da drüben jetzt hier wohl unsere erste Base aufschlagen. Oben rechts sehen wir übrigens unsere Ressourcen. Ne? Wir haben also Nahrung und Holz, das werden wir beides brauchen. Jetzt soll ich erstmal die einen da reinsetzen. Das erste Frühlingsnest und euch setzen wir mal auf das Ding da. Diese Geräusche haben sicherlich was zu sagen. So, und das hier wird wohl unser erstes Basislager sein. Aber ich muss erstmal warten, gerade eben, bis jetzt hier unsere Kollegen angekommen sind. Vorher kann ich hier nicht interagieren. Genau, hier sind nämlich schon ein paar Termiten, die wir gerade eben sehen können. Und die müssen wir jetzt hier erstmal wegmachen. Zum Glück haben sie mich nicht angegriffen. Ah, die hätten mich jetzt angegriffen. Also eine einzelne Ameise von uns wird nicht angegriffen. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, na, dann greifen die mich an, wie ihr seht. Ich muss also ein bisschen aufpassen. Wir sehen auch, dass unsere Einheiten Lebenspunkte haben, genauso wie sie. Aber in dieser Situation haben jetzt hier unsere Gegner jetzt nicht besonders viele Lebenspunkte. Aber ihr seht, die kämpfen schon mal deutlich länger, als es die Feuerwanzen getan haben. Eieiei. Man sieht auch schon so ein paar Zeichen, ne? Roter Pfeil nach unten, grüner Pfeil nach oben. Also welche Seite wohl gerade eben einen Vorteil hat und gewinnt. Und wir haben gewonnen. So, Nest wurde erobert. Wir sollen jetzt also damit interagieren und jetzt hier unsere Legionen verbessern. Erschafft eine Arbeiterlegion, die dieses Netz, die an dieses Nest gebunden ist, kann 20 Nahrung und Holz sammeln und transportieren. Dies geht im Kampf aber verloren. Also, wir bauen. Es geht los. Und wir sollen jetzt einfach warten, bis diese Verbesserung gebaut wurde. Das hat jetzt nicht sehr, sehr lange gedauert. Jetzt haben wir auch diese Arbeiterinnen, wie ihr seht. So, ausgewählt. Und ich kann sie jetzt hier schneller schlüpfen lassen. Ich nehme mal an, das ist allerdings jetzt ja eine Sache, die jetzt hier, also sie hat uns wahnsinnig viel Nahrung gekostet, gerade eben, das hier zu beschleunigen. Man kann das auch langsam laufen lassen. So, jetzt soll ich die Arbeiterinnen hier losschicken, um wiederum jetzt hier dieses Holz einzusammeln. Und jetzt soll ich, bewege dich für einen Bereich in die Verteidigung und drücke F, um sie auszuwählen. Genau.
Ach so, ja, jetzt soll ich noch etwas in Auftrag geben. Natürlich F, Barriere, Verteidigung. Ich soll eine Holzbarriere bauen. Das machen wir jetzt hier gerade eben. Und danach soll ich hier das Nest schützen machen. Wunderbar. Aber ich glaube, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Jetzt. Ah doch, jetzt hat das hier geklappt. Verbesserung des Nestes hergestellt. Und hier soll ich jetzt, glaube ich, hingehen und dann X drücken. Genau, jetzt soll ich hier X drücken. Dann wird das alles hier schneller hochgezogen. Hätte normalerweise Minuten gedauert. Aber so habe ich jetzt natürlich einiges an Ressourcen verbraten. So, und wir sehen jetzt auch schon, hier kommt schon wieder wohl etwas Gegnerisches. Ich glaube, ich sollte vielleicht eine gute Verteidigungsposition mir mal holen. Im Übrigen haben wir gerade eben erfahren, dass unsere Ameisen in der Nähe eines Nestes sich deutlich schneller regenerieren. Sie regenerieren zwar auch außerhalb des Kampfes, wenn sie nicht kämpfen, aber deutlich schneller bei einem Nest. So, jetzt greifen wir mal an, Freunde. Ich weiß gar nicht, was das sind. Das sind auch Termiten, so wie es aussieht. So, hier gibt es jetzt schon den Support. Und ihr seht, die haben natürlich überhaupt gar keine Chance, was für uns wiederum absolut ideal ist. Huch, da kullern sie durch die Gegend. Okay, we did it, we did it. Jetzt soll ich sie erstmal wieder zurückgehen. Zurückschicken. So. Sammelt euch mal da drin, dann könnt ihr euch hier gerade eben nochmal heilen. Kann ich hier noch irgendetwas bauen? Ich glaube, in diesem Modus momentan noch nicht. Na, also ihr seht, hier gibt es später natürlich noch mehr Sachen. Ich kann jetzt zum Beispiel noch mal bei den Legionen theoretisch was machen, aber hier ist gerade eben nichts mehr möglich. Hier kann ich nichts machen, hier bei der Verteidigung kann ich nichts machen. Nee, also, ja, also für diese Quest hier gerade eben ist nichts mehr drin. So, da kommen auch schon die Nächsten. Ich würde einfach mal sagen, Freunde, ich schicke jetzt mal euch hierhin und euch dahin. Dann fangen wir den Feind schon mal ab, damit sie jetzt hier unsere Arbeiter hier nicht bekommen. Gucken wir mal, ob das eine gute Idee ist. Also die marschieren auf jeden Fall da runter. Die wollen auf jeden Fall das hier, so wie es aussieht, zurückerobern. Also gut, dann greifen wir jetzt hier mal die hier an. Attackiert. Wir bekommen auf jeden Fall schon mal gut Schaden. Wie nah kann ich ran, um mir das anzugucken? Ja, so nah schon. So, der Nahkampf läuft. Und unsere Soldatinnen sind gut dabei. Jetzt greifen wir als nächstes die da an. Ah, die sind schon im Nahkampf. Sehr gut. Man sieht auch gerade eben schon, ne? Einheiten, die im Nahkampf sind, die sind halt im Nahkampf. Da kann ich nicht viel dagegen tun, dass die im Nahkampf sind. So, das war's auch schon. Wir haben es geschafft. Ich kann jetzt hier mit Q und E alles auswählen und sie dorthin zurückbefehligen. Das dauert jetzt ganz, ganz kurz, bis sie dort sind. Denn die sind leider nicht ganz so schnell wie wir. So. Also. Da soll jetzt hingehen, Freunde. Sie krabbeln jetzt hier ran. Und das war's dann auch schon. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt hier gerade eben so der Anfang. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das Ganze jetzt hier beschleunigen könnte. Ich glaube nicht, aber ich glaube, es besteht die Möglichkeit, dass ich mich nochmal hier gerade ein bisschen umschaue. Weil ich muss da ja nicht hin. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie so eine Art Goodie oder sowas. Irgendwelche Informationen, die mir nicht geläufig sind. Das habe ich noch gar nicht so wirklich gemacht. Ich glaube nicht. Ah, okay. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Also, das war also die nächste Mission. Damit kehren wir zusammen mit unserer Legion zurück nach Bellokan. Gut. Übrigens könnt ihr auch hier immer wieder mit so links und rechts Klick da in den Ladebildschirm hier verschiedene Tipps euch durchlesen. Ne? Da könnt ihr so durchklicken. Nettes Feature. Ladezeiten übrigens sehr, sehr kurz, wie ihr gerade eben sehen könnt. Oh, da oben ist wieder ein Schmetterling. Ist das derselbe, mit dem ich noch eine Rechnung offen habe? Guck mal gerade eben, ob ich zu dem hochkomme. Ich habe einen besonderen Ort entdeckt. Oh, was bist du denn? Ah, das dürfte wieder etwas sein, was wir hier näher kennenlernen können, oder? Hast du...
Ah, hier, genau, da sind diese... diese Duftstoffe. Damit ich sie... klassifizieren kann. Klar, das ist ein Tannenzapfen, ne? Ich brauche noch drei weitere. Da drüben ist noch einer. Uah, Kamera. So, da ist einer. Dann müssen wir da noch runter. Da noch hin. Dann habe ich da unten noch einen. Man kommt übrigens relativ schnell mit der Steuerung klar. Also, das hier ist Ressource Holz. Gut. Haben wir uns schon gedacht, ne? Haben wir gerade eben woanders schon gesehen. Ich hänge hier. Hilfe. Man kann aber auch einfach die Leertaste drücken, dann springt man einfach runter. Also gut, dann haben wir schon mal jetzt hier quasi eine unserer Nahrungsmittel jetzt hier gefunden. Ich schaue mich mal gerade eben ansonsten auch an weiter noch mal ein bisschen um. Hier ist Wasser, da sollten wir am besten nicht reinspringen. Das haben wir ja schon gelernt. Eieiei, guck mal, das ist halt wirklich dieses Riesending aus dem Intro. Kletter mal da hoch, wer ist denn da oben? Uiuiui. Also, wer bist du? Du siehst wichtig aus. Das ist 20.623. Also, was über Termiten wissen? Hast du schon gehört, es wurden weitere Termiten gesichtet? Seltsam. Sie wachen meistens nach uns, aber vor den Bienen auf. Hm. Termiten hier? Ich meine, wir hatten schon welche gesehen. Normalerweise wachen wir zuerst auf, doch der Wald scheint bereits geschäftig zu sein. In der Stadt gab es Berichte über Termiten, aber sie wohnen so weit weg. Hm, was könnte geschehen sein? Das weiß ich nicht. Die Stadt wacht immer noch auf und abgesehen von der Expedition sind die meisten unserer Späher gerade dabei, Belokan zu verlassen. Hoffen wir mal, dass dieser Bericht übertrieben war. Gut. Dann sollen wir jetzt also da drüben rein. Also man bekommt es ja auch mal gerade immer so einen gewissen Überblick über die Größe von dem, wo wir sind. Ne? Und wir können auch mal nach oben gucken. Es sieht schon eindrucksvoll aus. Da drüben ist übrigens auch eine Ameisenstraße. Okay, warte mal. Ich hoffe, ich überlebe das. Okay, wir überleben das tatsächlich. Die bringen hier irgendetwas her. Blätter. Und so weiter und so fort. Das bringen die gerade eben her. Ich teste mal gerade eben mal aus, wie weit die Map geht. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ah ne, hier ist die Grenze. Okay, also es gibt so Alpha-Walls. Ne? Dann wird es so ein bisschen grau und dann endet es irgendwann mal. Aber ich meine, das war ja zu erwarten, dass es keine vollständige Open World ist. So, hat ja auch keiner behauptet. Also rein mit uns jetzt hier in diesen Ort. Und dann sollen wir mit dieser Ameise reden. Mit 140.133. Befestigung. 103.683 bist du beschäftigt. Wir brauchen Hilfe. Unsere jüngeren Schwestern bauen unsere Außenposten im Südosten wieder auf. Aber es geht nur langsam voran und sie braucht deine Erfahrung. Hm, gibt es irgendwelche Gefahren, auf die ich zu achten habe? Es wurde nichts gemeldet, aber bleib auf der Hut. Im letzten Sommer hatten wir hier in der Gegend mit Spinnen zu tun, aber wir haben hart gekämpft. Solange es keine mehr gibt, sollte dieser Außenposten ruhig sein. Hm, und was hält sie auf, diesen Außenposten aufzubauen? Unsere Kräfte sind weit verstreut und wir konnten nur unerfahrene Arbeiterinnen schicken. Eine erfahrene Schwester wie du könnte diese Neulinge zeigen, wie man kämpft. Hm, und warum werden die Kleinen überhaupt geschickt, um so eine Aufgabe zu erledigen? Sie wollen unbedingt helfen und sie sind neugierig auf die Welt. Was hast du gemacht, als du das erste Mal aufgewacht bist? Du bist bestimmt hinausgerannt, um deinen Schwestern zu helfen. Ich bin mir sicher. Also gut, ich mache mich sofort auf den Weg dorthin. Tja, am Ende sind wir halt dann doch nur dafür geschaffen, das zu tun, was der Bau, was die Königin will. Oh, wir haben es übrigens Temperaturen gemäßigt und mild. Also es ist nicht ganz trocken. Es gibt also wohl auch Wasserflächen. Darauf sollte man vielleicht achten. Rechts oben. Gut, wir sind hier. Das hier sind also unsere Legionen. Oh, was ist da los? Sofort angreifen. Die sind schon im Nahkampf. Das war so nicht gedacht. Das ging viel schneller als gedacht. Holy moly. Also ich muss sie jetzt hier erstmal befreien aus diesem Nahkampf. Ungünstig. Kann ich irgendetwas tun, um ihnen zu helfen? Gerade eben wohl eher nicht.
Aber ich glaube, wir gewinnen den Kampf trotzdem. Man sieht übrigens, dass nicht jede Ameise kämpft, sondern manche da halten sich halt auch ein bisschen zurück, bis sie dann quasi dran sind. Okay, wir haben es geschafft. Okay, jetzt muss ich also jetzt hier die Wirtschaft des Nestes herstellen. Wirtschaft. Einen Holzplatz erschaffen. Dann tun wir das doch mal. Dann soll ich noch eine Pilzzucht herstellen. Ein Chemielabor. Das brauchen wir wahrscheinlich, um diese Schützen zu produzieren. Nehme ich mal an. So, also das wird jetzt hier gerade eben gebaut. Beschleunigen kann ich das gerade eben nicht unbedingt. Was steht da sonst noch dran? Stelle eine Pilzzucht und einen Holzplatz in den unterschiedlichen Nestern her, um deine Ressourcenproduktion zu erhöhen. Oh, warte mal. Ah, hier habe ich also schon diese Sachen jetzt hier gebaut. Hier sind ein paar Schützen. Was ist das da drüben? Das ist wahrscheinlich ein anderes Nest. Jep, 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 jep. Also ich habe mehrere Nester. Wirtschaft. Und was ist das hier? Informationen. Einen Kartografen. Also, ich habe hier diesen Kartografen jetzt hier in Auftrag gegeben. Der wird jetzt hier gerade eben gebaut. Das dauert nicht allzu lange. Und ich nehme mal an, dass ich dann da drüben das Restliche bauen soll. So, ich habe das Chemielabor gebaut. Hier ist nochmal Wirtschaft möglich. Chemielabor, Kartograf, Holzplatz. Ich muss mal gerade eben nochmal gucken. Ich dachte, ich hätte den Holzplatz schon gemacht. Wirtschaft. Die Pilzzucht. Aber was fehlt mir dafür? Die können sich nicht im selben Nest befinden. Okay, das sind noch so Sachen, die ich noch nicht so wirklich kenne. Also es gibt wohl so Sachen, die darf man nicht im selben Nest haben oder zumindest nicht in derselben Position. Dann würde ich aber mal sagen, dass wir jetzt hier in der Wirtschaft jetzt hier einfach mal die Pilzzucht jetzt hier noch hinmachen und damit haben wir alles erledigt. Okay, die grundlegenden Rohstoffe sind da. Sobald das Chemielabor hergestellt wurde, drücke F im Bereich des Informations bei einem Nest. Geht das bei jedem? Stelle die Verbesserung Veteranenkartografen her. Das soll ich hier machen. Genau, Veteranenkartografen werden jetzt hier auch noch hergestellt. Und da drüben soll ich hier, nachdem die Veteranenkartografen hergestellt wurden, kannst du deine Minikarte mit M skalieren. Okay. Ah, ja, jetzt kann ich hier die Karte hier vergrößern, wenn ich das möchte. Schön. Drücke F bei Bereich Kräfte eines Nests. Ja, 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 ich gehe dahin. Also die Steuerung, wie ihr sehen könnt, ist auf jeden Fall noch so etwas, was man noch lernen muss. Also, Kräfte. Stelle die Verbesserung Verstärkungsruf her, die verletzte Legionen um dich herum heilt. Verstärkungsruf. Aber das kann ich gerade eben nicht. Dann nehme ich mal an, dass ich das da drüben tun soll, weil ich nicht genügend Plätze dafür habe. Ich kann also 4 aktive Kräfte haben, 1, 2, 3, 4, um sie gedrückt zu halten, kann ich sie später benutzen. Alles klar. Also, Kräfte. Zack. Da hat man noch einiges zu lernen, ich sag's euch. Wähle deine Soldaten, das mache ich jetzt hier gerade eben mal, ziele auf ihr Nest und halte dann F gedrückt, um sie zu verbessern. Ohne, dass sie zu ihrem Nest gehen. Okay. Ist das da drüben ihr Nest? Also wähle deine Soldaten, ziele auf ihr Nest und halte dann F gedrückt, um sie zu verbessern. Was ist deren Nest? Das ist so jetzt die nächste Sache. Ich probiere es mal gerade eben. Das kriegen wir schon noch raus. Guck mal gerade eben, was kann ich hier noch machen? Ah, Legionen. Schützen. Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Veteranenschützen. Nein, 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 nein. Zurück. Legionen. Arbeiterinnen. Das kann ich hier nicht machen. Also das ist es wohl nicht. Möglicherweise muss ich das da drüben machen. Da warten übrigens schon wieder Gegner, ne? Wir lernen das gerade eben noch. Das Spiel ist komplizierter als gedacht. Hier jetzt. Also, Legionen.
Soldatinnen. Da hatten wir Platz dafür. Also das, die werden jetzt hier gerade eben ausgebildet. So. Aber ich soll hier eine Verbesserung vornehmen. Genau, Veteranen soll ich jetzt herstellen. Das haben wir jetzt hier geschafft. Und dasselbe soll ich jetzt aber auch noch mit Schützen machen. Das ist halt die große Preisfrage. Moment, wenn ich jetzt wieder mal zurückgehe, kann ich das jetzt hier auch noch mit euch machen? Nee, das... Doch, Schützen-Fernkampfeinheit. Veteranenschützen. Hier geht das nicht. Also, ich muss dafür jetzt hier wieder zum wieder zurückgehen. Fusel, 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 Fusel. Ist man auf jeden Fall ganz schön beschäftigt hier. Kriegt man Kilometergeld. Nee, also die kann ich hier tatsächlich nicht herstellen. Aber ich... Ah, die konnte ich jetzt hier nochmal verbessern. Die Frage ist, ob das so gewollt war. Ich bewege auf jeden Fall schon ein bisschen mal dahin. Und ihr geht dahin und könnt ihr vielleicht nochmal schneller regenerieren. Also gut, und was ist jetzt mit euch? Kann ich jetzt hier noch? Ah, hier sind die Schützen. Alles klar. Ja, man muss erstmal wissen, wo die drin sind. Also jede dieser Dinger kann eine Einheit von Ameisen jetzt hier letzten Endes beinhalten. So, vernichte die Feuerwanzen, die den Ressourcenpunkt besetzen. Das mache ich, sobald die hier einigermaßen geheilt sind. Also drücke X, um den Bau der Legion mit Nahrung zu beschleunigen. Das mache ich jetzt hier mal. Zack, einmal. Und mit dir das auch. Das frisst ganz schön Nahrung, ich sag's euch. Ach komm, Gönnung. So, Freunde, dann sammelt euch mal hier. Jetzt haben wir eine schicke Legion. Und das ist sogar jetzt ein richtiger Gegner, so wie es aussieht. Ich gehe mal näher ran. Wupp, 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 wupp. Es schleudert mich durch die Gegend. Also, ich bewege euch schon mal jetzt hier hoch. Euch dahin und dich dahin. Wie sie hier so unterwegs sind. Das sieht schon cool aus. Mir gefällt das. Und wenn wir die dann hier geschlagen haben, dann soll ich F drücken, um den Ressourcenpunkt zu plündern. Ich kann auch noch R2 drücken, um den Verstärkungsruf zu aktivieren. Hoffen wir mal, dass er nicht notwendig ist. Greift an! Attacke! Es beginnt. Ich muss auf jeden Fall daneben meinen Legionen stehen. Also wohl hier unten. Uiuiuiui. Ich glaube, das wird nicht notwendig sein, aber ich mach's trotzdem mal. Okay, wir haben es geschafft. Was ist denn das hier Schönes? Das hier ist also jetzt hier unser neues... Ja. Ressourcen-Crate. Wir haben gewonnen. Wer hätte es gedacht? Also, was am Anfang so ein bisschen ein wenig intuitiv wirkt, weil es halt etwas ist, was man bis jetzt noch nicht so in dieser Art und Weise groß gesehen hat, entpuppt sich am Ende dann doch als durchaus intuitiv. Ne? Also, man muss halt einfach bloß ein paar Sachen, glaube ich, mit der Zeit auswendig lernen, was man so miteinander kombinieren darf in den Nestern. Und dann hat man halt dann solche Stationierungen. Ist jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, voll und ganz, wie es in der Natur so ist, aber mich persönlich stört das nicht. Ist natürlich Gameplay, logischerweise. Okay, wir kehren zurück, Freunde. Aber ich würde beinahe sagen, das ist wiederum der perfekte Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.